Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elbenwesen, zu einem letzten Part, dem Metz Remastered mit dem Zwergenfürst. Ja, ich würde mal sagen, weiter geht's. Ewig habe ich es nicht mehr gespielt. Ja, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Und wie stört man das Ding überhaupt noch? Ja, Demenz im Remastered, ein Spiel, das ich gar nicht mehr gerne spiele. Es, ja, ein Horrorspiel ist, was absolut von den Gegnern her vor allem keinen Spaß mehr gemacht hat. Hier haben wir im letzten Part den Rollstuhlpatienten. Ja, sehr, sehr, sehr guter Name, sehr kreativer Monstername. Besiegt. In einem sehr mühsamen Kampf habe ich es dann doch, ich glaube, offscreen geschafft. Ein paar haben wir es nicht ganz geschafft. Aber ja, sind wir doch irgendwann mal durch. Die Frage ist jetzt, ist das die richtige Richtung? Sind wir hier richtig? Oder waren wir schon auf der richtigen Seite? Waren wir schon richtig und laufen wir jetzt zurück? Das ist die eigentliche Frage. Finden wir es raus. Okay. Ich kann auch nicht sagen, was mir bekannt vorkommt, da ich lange nicht mehr gespielt habe. Oh, weil. Was soll denn der Mist? Böse Viecher. Oh, wir werden angegriffen. Was für ein schlimmes Game hier. Naja, heute der letzte Part. Dann haben wir es überlebt. Dann sind wir hier mal raus. Ich glaube, das ist richtig. Hier wollen wir lang. Ich bin rot, also meine Lebenserhaltungs Ding ist rot. Ja, da sind wir. Chapter 7. Oh. Kapitel 7 schon. Na dann. Voran. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Waffe, 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 Waffe. Ich glaube, wir lassen uns hier erstmal besiegen. Ja. Was kannst du eigentlich? Das war der Werner wieder. Ach so, ja, jetzt sind wir wieder hier. Zur Pistole wechseln. 6 Schuss auf der. 15 Schuss auf der. Na toll. Na dann müssen wir uns mal vorankämpfen. Ich glaube, bis dahin kommt man noch ganz gut. Jetzt brauche ich natürlich die Taschenlampe, um hier durchs Dunkel durchzukommen. Ja, die Geräusche sind natürlich mal wieder widerlich. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich hier richtig bin. Kann ich hier ein bisschen Heilung bekommen? Ja, bestimmt. Ist hier irgendwo Heilung? Jumpscares gibt es zum Glück nicht so viele in diesem Spiel. Ins Lockt. Ja, natürlich. Zu Ende werden wir dieses Let's Play demnach natürlich nicht bringen, aber ja. Ein wenig weiter werden wir heute kommen. Puh. Schnell weg hier. Lass dich nicht angreifen. Boah, die Soundkulisse.
Brutal. Also hier lang ging es, glaube ich. Und da waren gleich in Kapitel 7 die Monster. Ja, Ladebalken ist wieder rot. Nein, Energiebalken. Kapitel 7. The Main Security Room. Aha. So, ich sehe die Monster nicht mal. Das ist gut. Perfekte Voraussetzung. Und da sollten sie gleich kommen. Na komm, na komm. Mach's kaputt. Ich sehe kaum was, nur der Blitz erhält das dunkle Licht. Das dunkle Licht, genau. Ich sehe nix. Uah. Kopf weg. Ah nein, jetzt bin ich doch gestorben. Verdammt. Ich brauche einen Safe. Alles klar. Safe Point. Oder ein bisschen Gesundheit. Wäre auch nicht übel. Irgendwo ein bisschen Aspirin hier. Für meine Kopfschmerzen. Hier komme ich wohl nicht durch. Ah, verdammt. Muss das jetzt hier im letzten Part noch so aussehen. Hier. Ach, hier waren wir schon. Hier gibt es nichts zu holen. Das ist übel. Da muss ich wohl besser ballern, oder was? Hier zurück. Oh weia. Das ist doch nicht gut. Hier werden wir doch auch nur getroffen. Von diesen Blutegeln auf dem Boden. Ist doch widerlich. Na, Monster. Zombie unterwegs. Ein kriechender Zombie. Heilung. Heilung hier irgendwo. Ah, verdammt. Diese dreckigen Zombies. Ah, Heilung. Sehr gut. Wir sind noch heile zurückgekommen. Sei schneller als der Zombie. Wir sind noch im grünen Zustand wieder zurückgekommen zum Speicherpunkt. Ja, sowas ist natürlich gut, dass man das abends spielt. Ja, natürlich sind wir wieder im grünen, im orangenen Bereich. Hat also nichts gebracht. Trotzdem mal speichern. What the fuck? Also ich glaube, wir können uns erstmal so mit Licht bis zu der Tür dort, bis zu Kapitel 7 fortsetzen, fortfahren. Wird uns jetzt nicht so viel aufhalten. Ins Lockt. Ja, natürlich sind die Türen alle verschlossen. Könnte Heilung hinter sein. Das wäre ja unverantwortlich, wenn man dem Spieler einfach ein bisschen Heilung gibt. Ja, alle Türen verschlossen. So muss es sein in einem Horrorspiel. Nur die eine Tür ist zu. Nur die eine Tür ist offen. Oh, Heilung. Sehr gut. Nur um die Ecke. Jetzt schnell durch hier. Lass dich nicht treffen. Ah, ich sagte, lass dich nicht treffen. Ah, hier lang. Diese dunklen Flure hier. Echt nicht schön. Zum Glück kommt das um 14 Uhr online. Ihr werdet das um 14 Uhr sehen. Ihr könnt euch natürlich auch aufheben für den Abend, aber ja. Muss man nicht machen. Kapitel 7. Das schon wieder. So. Die Steuerung ist hier tatsächlich ein bisschen bescheuert. Und ich bin wieder im Game-Bereich. Das ist doch
Und dann kommt hier wohl nicht im grünen Bereich rein. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Ich sehe dich. Oder ich sehe dich nicht. Keine Munition verschwenden. Ah, verdammt, verdammt. Oder schnell weg hier. So geht's auch. Lass ihn nicht zu sehr treffen. Schnell raus hier. Ah. Da kommen nur noch mehr Monster, oder? Oh Gott. Heilung. Das ist nicht viel. Natürlich. Woher weiß ich, dass hier gleich Monster kommen? Oh Mann. Beim nächsten Treffer bin ich tot. Au, Kacke. Au, Kacke. Au, Kacke. Das ist tragisch. Heilung. Ah. Ja gut. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass ich hier richtig bin. Scheint es doch richtig zu sein. So wurde es zumindest angezeigt, aber... Save Screen! Och man. Mit dieser Dreckkriege wieder. It's locked, nein. Verdammt. Verdammt. Save. Save Screen. Ich hoffe, wir sind nicht im Kreis gelaufen. So. Heilung hier irgendwo. Ich bin immer noch im roten Bereich. Die Toilette. Weibchen, Männchen. Ich glaube, ich bin Männchen. Würde ich mal vermuten. Na toll, eine blutverschmierte Toilette. Was auch sonst. Jemand hier? Nicht mal Heilung hier auf Toilette. Aber immerhin haben wir gespeichert. Zur Sicherheit nochmal doppelt speichern. Ja. Und weiter, wenn wir jetzt sterben, sind wir wenigstens nicht so weit zurückgeworfen. Ah. Verdammt. Einfach fliehen. Nicht angreifen. Flucht ist hier die beste Verteidigung. Die Türen sehen leider auch alle gleich aus. Oha! Zombie, kein Heilung. Die Tür ist versperrt. Wieder heiß. Dreck hier. Ja, ist hier alles verrutscht und verwackelt. Passt ja. Passt ja zum Horror. Leck mich doch am Arsch! So, da sind wir zum Glück wieder zurück, aber noch im roten Bereich. Sehr schön. Heilung gibt es also nicht nach dem Game Over. Nicht wirklich. Also müssen wir weiter rennen. Verdammt. Entkomme. Die verdammten Zombies. Die verdammten. Na komm. Lass dich nicht überrumpeln. Na, hier lang. Okay, sehr gut. Hier scheint es weiter zu gehen. Hier entlang, um die Ecke. Oh wei. Na komm. Hier muss doch irgendwo rausgehen. Das wollen wir ja nur entkommen. Wir wollen nur eins entkommen. Verdammt, verdammt. Sind wir in der Enge. Ach, Kacke. Ein bisschen schnell die Waffe ziehen. So blöd kann keiner sein. Okay, ich würde mal sagen, noch einen Versuch machen wir noch einmal, wenn wir jetzt sterben. Bände ich den Part hier, das ist... Ja, ich glaube, es geht schon lang genug. Riesenhorror. Ah, verdammt. Immer versuchen wir noch, so weit wie möglich zu kommen.
Nicht Munition verschenken. Flieh so schnell du kannst. Ja, das ist eine Falle. Einfach entkommen. Einfach fliehen. Nicht kämpfen, einfach fliehen. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Hier kamen, glaube ich, ein paar Monster. Oder? Es lockt. Okay, dann müssen wir wohl hier durch. Hier war das Monster. Komm. Komm näher. Komm zu Daddy. Na komm, Farika. So, okay, die Luft ist rein. Da liegt doch was. Aha. Wooden Chairs. Paintings. Computer Monitor. Clock. Trash Cans. Cans. Newspaper Pages. It looks like checklist of something. Could this be some sort of code? Wieder so ein Rätsel. Wooden Chairs, Paintings. Müssen wir doch jetzt nicht etwa abarbeiten oder was? Wooden Chairs to Paintings, Computer Monitor. Paintings. Paintings? Monitor. Was muss ich machen? Ist das hier ein Rätselraum oder was? Clock, Trashcans, Newspaper Pages. Mhm. Ja, alles hier irgendwie im Raum drin. Verstehe. Oder verstehe auch nicht. Irgendwie entkomme ich der Sache hier. Das ist natürlich versperrt. Man muss die Sachen abschießen oder was? Dann ist das Gemälde. Und dann den Computer oder was? Dann die Uhr, dann den Mülleimer. Und dann Newspaper Geschichte. Da komme ich gar nicht erst dran. Ja. Papierkorb. Eine Uhr. Irgendwo muss eine Uhr sein. Ich glaube ja nicht dran, aber hier ist ein Schrank. Kann man den vielleicht öffnen? Oder was ist hier Sache? Eine Uhr sehe ich auch nicht. Ein Code, wofür sollte das ein Code sein? Was auch immer. Kann ich hier lang? Nee, hier kann ich nicht lang. Ist die Tür jetzt offen? Nee, ist sie nicht. Naja. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, mache ich langsam mit diesem Video zu Ende. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meine Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Ich auch hier noch ein bisschen rum. Ja. Die Punkteanzahl könnt ihr in meiner letzten Playlist sehen. In der Infobeschreibung. Ach du Scheiße. A dead end is not what you found. Instead, a riddle you may have missed. Take some time to look around.
Someone's office may have the list. Ja, da waren wir schon. Ach so, if I enter the correct code into the keypad, it may unlock the door. Okay, ein Zahlencode. Alles klar. Okay, jetzt haben wir hier noch angegriffen. Sehr schön. Ja, habt noch einen angenehmen frostigen Tag. Man sieht sich im nächsten Video vom Kanal wieder. Bis dahin. Ja, haut da ran. Die rote Tür, da kommen wir wohl nicht durch. Wir könnten jetzt hier noch raten, ein bisschen tippen. Auf dem unteren Bildschirm mal ein bisschen Codes eingeben. 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich falsch und ich bin gestorben. Ja, nice. Haut da rein. Ciao, ciao.